Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Spielhude. Ja, wir haben zwei Gäste hier und mit denen werde ich heute allerdings nicht spielen, sondern nur reden. Also keine Püppchen diesmal mit dabei. Wir haben schon ein paar Live-Videos vom Warhammer Fest gezeigt. Wir haben auch ein Video online, das wird hier irgendwo verlinkt. Der Sven kann immer gut verlinken. Der verlinkt das dann gleich. Einmal darüber, was gibt es bei dem Warhammer Fest, was gab es da zu sehen. Dann auch die Spielberichte vom Warhammer Fest. Das könnt ihr euch auf jeden Fall alles schick angucken. Wir haben jetzt hier allerdings einmal den David und den Frank. Und zumindest das Gesicht von Frank, das kennt ihr eventuell schon, nämlich von der Warhammer Community Seite Deutschland und auch vom Facebook-Account. Genau. Genau. Mögt ihr euch selber einmal vorstellen? Willst du anfangen? Ich fange einfach an. David Arnoff, hallihallo. Seit Mai jetzt der German Community Developer. Viele der organisierten Spieler in Clubs, Community, Vereinigungen kennen mich mittlerweile auch schon. Mhm. Seit Mai biete ich da ganz emsig unseren Support an. Ist auch schon einiges bei rumgekommen. Wird auch ein spannendes Jahr 2019 werden. Ich habe es mir jetzt so ein bisschen auf die Flagge geschrieben, die Vereinsstrukturen der organisierten Spieler einfach ein bisschen enger zu ziehen, das Netzwerk ein bisschen enger zu ziehen, das ganze soziale Kapital ein bisschen engermaschiger zu schnüren und das auch einfach mal so Ressourcenmanagement, wie zum Beispiel häufigste Flaschenhals zum Beispiel bei einer Veranstaltung von größeren Turnieren ist Gelände. Oder auch einfach die Location. Also ich will so ein bisschen die Expertise bündeln. Da wird es dann auch in Zukunft Gruppierungen in einem regionalen Rahmen geben, der sinnvoll ist. Dass da einfach Clubs für uns zumindest so zusammengefasst werden, dass die greifbarer werden, dass die sich auch selber als Mitspieler akzeptieren. Weil momentan ist es so, dass viele Clubs halt auch versuchen, so Sachen dann für gewöhnlich an sich zu reißen. Deswegen werden wir da oder ich persönlich auch als Person, als Ansprechpartner da so ein bisschen als Vermittler dienen, dass wir sagen, okay, ich möchte jetzt in den nächsten zwei Quartalen in eurer Region ein Event mit x Teilnehmern haben. Was braucht ihr? Woran hapert's? Wie können wir euch unterstützen? Wo könnt ihr uns unterstützen? Ja, das ist jetzt so das, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe und möchte wieder größere Turniere in Deutschland haben. Also als Bindeglied angenommen, man nimmt dann irgendeinen Kreis oder ein Bundesland oder? Das muss man halt gucken. Also ich sag mal so, für NRW macht es nicht so viel Sinn, ganz NRW zusammenfassen, wie es zum Beispiel jetzt für Sachsen Sinn machen würde. Da ist natürlich dann immer so ein bisschen, muss gucken. Also ich habe jetzt ein sehr enges Netzwerk. Bitte. Verzeiht es mir, wenn ich euch noch nicht auf dem Schirm habe. Wir finden euch. Oder ihr kommt zu mir. E-Mail wird auch gleich hoffentlich noch eingeblendet. Genau, die packen wir unten drunter. Ja. Und meldet euch bei mir. Mehr als Nein sagen können wir nicht. Und ja, es geht halt darum zu schauen, wie groß sind die Veranstaltungen, die ihr so plant. Meins Erachtens nach könnte es immer ein bisschen größer sein. Und das ist halt Ziel der Sache. Also wir möchten halt auch wieder ein bisschen Motivation schaffen, auch mal wieder Turniere zu besuchen. Durch gewisse Faktoren ist die Altersgruppe halt entsprechend älter geworden. Wir möchten wieder für Nachwuchs schaffen, dass auch wieder die Energie da ist. Weil viele sind einfach jetzt schon Mitte 30, Familienväter und haben nicht mehr so die Energie, die Turniere zu besuchen. Und da wollen wir wieder so ein bisschen hin, dass das alles so ein bisschen auch für die Clubs einfacher wird, wieder neue Spieler zu akquirieren. Da gibt es auch Mechanismen, die wir nutzen können, um das zu bewerkstelligen. Okay. Wie das genau aussieht, glaube ich. Jo. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt euch unheimlich gerne dann unten da bei der Mail melden. Und ich weiß noch, als du, glaube ich, deine ersten Mails geschickt hast, da hat man teilweise in den Foren gelesen, so, wer ist denn das? Kommt ihr wirklich von Games Workshop? Es wurde wirklich teilweise, gehen die Leute dann in ihre ansässigen GW-Stores und haben gefragt, ey, ist das authentisch? Ist das real? Ja, genau so, ja. Kennt ihr den? Und das Problem war, David confirmed. Ich habe mich teilweise wirklich zu spät bei den Shops vorgestellt, sodass die erstmal sagten, nee, kennen wir nicht. Ja, genau, willst du sehen. So, also erstmal ich hatte das teilweise wirklich unterschätzt. Es ging, am Anfang war ich da sehr schnell und bin auch da wirklich
vorgeprescht und was jetzt auch im Nachhinein sich als gut vorgestellt, weil ich bin 3 Monate im Job und ich habe jetzt heute wirklich die Creme de la Creme auf dem Fest getroffen und hatte jetzt, also mein Meeting ist komplett voll. Die sich mit mir getroffen haben, die werden das bestätigen. Mein Handy hat den ganzen Tag geklingelt. Plan, oder? Handy hat den ganzen Tag geklingelt und ich sag mal so, also ich merke den Enthusiasmus und auch so die Stimmung. Mhm. Auch uns gegenüber. Ne? Weil wir haben uns jetzt eine gewisse Zeit aus dem deutschen Marketing einfach ferngehalten. Mhm. Und das ist jetzt halt wirklich, das hat sich geändert. Ja. Wir sind jetzt da und wir sind auch sehr interessiert daran, in Deutschland wieder so Fuß zu fassen, wie es früher mal war. Mhm. Und am besten noch mehr. Ja, natürlich. Und ja, das ist halt jetzt so der Punkt, wo ich aufs Feld gerufen wurde. Und ich bin seit ewigen Zeiten Community Manager, immer in der Online-Branche, also immer im Videogaming-Bereich gewesen. Mhm. Und ja, das ist jetzt so der Punkt, wo ich auch sage, jetzt bin ich angekommen. Ja, wunderbar. Du bist Community Manager. Beziehungsweise Community Developer habe ich gerade gelernt. Ja. Allerdings auf der Community-Seite bist du zu sehen. Genau. Also ich bin der Frank und ich mache praktisch ich verwalte unsere Facebook-Seiten. Mhm. Also wir haben jetzt ja seit diesem Jahr, also seit März, die Warhammer 40.000 Deutsch und Warhammer Age of Sigmar Deutsch, diese beiden Seiten erstellt. Also ich habe die mitentwickelt und ich verwalte die. Also ich poste, also ich sage jetzt mal 95% der Posts, wahrscheinlich fast alle Posts von mir, wenn nicht mal David mir ein bisschen hilft. Wenn ich meine Urlaubszeit mal kurz einschalte. Ja, genau. Aber das ist immer nur so ganz... Genau. Und ja, das ist halt, ich kommuniziere mit den Leuten nicht. Ich habe dann auch so natürlich mit der Community dann sowas zu tun, wenn dann jemand irgendwas Cooles macht, kann er zum Beispiel sagen, hier, eine Figur zeigen oder sowas. Wir zeigen auch gerne natürlich, was die Leute... Ja, klar. In unserer Community alles für coole Projekte machen. Hatten wir jetzt zum Beispiel von den Shops die Schlachtplatte, da habe ich mich mit den Läden kurz geschlossen und die haben dann gesagt, jetzt packt mal hier Games Workshop Neuss, hat da, oder also unser Store Neuss hat praktisch gesagt, die meisten Figuren auf den Tisch packen. Da ist das Ende, da habe ich gesagt, ja, finde ich saugeil, hau mal mit raus, gebe ich euch Facebook-Posts alles mit und das ist super angekommen. 2000 Figuren auf dem Tisch und mehr. Also eine Menge. Insgesamt was mit über 60.000 Lebenspunkte in Age of Sigmar auf den Tisch gebracht. Kann man mal machen. Ja. Und wenn das wieder so gut ankommt wie dieses Jahr, dann machen wir das nächstes Jahr gerne nochmal mit 100.000 Lebenspunkten oder mehr. Okay. Klingt gut. Du postest ja auch gerne mal Bilder von Modellen aus der Community. Genau. Bewirbt man sich dafür oder bist du sowieso, ich sag mal, in den unterschiedlichen Sachen so aktiv, dass du sagst, oh, das Modell sieht super aus und ich pflück das da raus. Also das ist unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt regelmäßig Miniaturen aus der Community und dann schreiben wir halt rein, wenn ihr was habt, dann postet es in den Kommentaren. Mhm. Aber unter Umständen, wenn ich jetzt sowas auf Facebook irgendwo anders sehe, dann schreibe ich die an und sage, hey Leute, habt ihr Bock, das irgendwie auf unserer Seite zu zeigen? Ja. Und wenn ihr dann Lust habt, dann poste ich das auch gern. Okay. Und auch gerne auch mal was anderes, was größer ist oder so. Mhm. Das funktioniert alles. Also muss man sich halt kurz schließen und dann schaut mal, was man da findet. Ja, wunderbar. Ja. Gestern habe ich jetzt auch schon ein paar neue Ideen für so ein paar neue Posts, die wir machen wollen in der nächsten Zeit. Ja. Antwortest du dann unter jedem Schnipsel, der da steht, selber? Ich versuche wirklich jeden Post. Okay. Es ist halt manchmal, vergisst man oder verliert man sich ein bisschen, weil Facebook ist da hast du die tausende Kommentare. Eben, genau, aber ich arbeite mich da durch. Also. Okay. Wenn ich mal einen verpasse, dann schreibt es einfach nochmal irgendwo anders rein. Ja. Dann ist es auf jeden Fall gelesen und vielleicht meine Meinung unterhört. Und dann, ich bin jetzt ja seit Februar dabei und seit März laufen die Seiten und ich habe dann auch mal die Kollegen, die dann jetzt schon 2 Jahre oder 2,5 Jahre oder 3 Jahre dann dabei sind oder länger. Und wenn dann irgendeine Frage ist, dann muss ich dann mal zu kurz über mit meinem Stuhl und dann sagen, hey, zum Beispiel Nick Baten sitzt neben mir und dann fahre ich halt mal über mit dem Stuhl und sage, hey, wie schaut's denn aus? Was kann ich da antworten? Ja. Oder ne, was antworten wir da drauf und so? Die Engländer sind ein bisschen, die sind dann teilweise ein bisschen aggressiver als ich. Also ich würde es nicht aggressiver sagen, ein bisschen, wie nennt man das so? Kecker? Ein bisschen keck, so. Okay. Also ich bin dann freundlicher, würde ich jetzt sagen. Also das müssen die Leute wissen, ob das stimmt oder nicht. Ja. Okay. Ja, ich muss sagen, da hat Frank, glaube ich, schon einen ganz guten Tonus für die deutsche Community. Die deutsche Community ist sehr freundlich. Also ich habe mich sehr schön aufgenommen. Ja. Finde ich jetzt super, Das ist wunderbar. Ja. Echt toll. Ja. Gut, dann bist du allerdings nicht nur
für die Community zuständig von Games Workshop, sondern bist auch selber Bestandteil eigentlich. Genau. Du sammelst selber Püppchen, zeigst ja auch durchaus mal, beziehungsweise werden auch durchaus gezeigt. Genau. Wo bist du denn gestartet mit dem Hobby? Also ich habe, ich glaube, ich war 13, also das ist schon über 18 Jahre jetzt her. Da habe ich in Nürnberg, war ich das erste Mal im Games Workshop Store in Nürnberg, habe einen Kumpel mitgebracht, habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Und habe gesagt, ja klar, ich gehe mit. Ja. Mhm. Das ist gleich, der Laden ist gleich in der Nähe von der Einkaufspassage in Nürnberg. Und dann bin ich rein und dann sagt er, ja, du darfst diese Armee, die Elder, die darfst du nicht spielen, weil die spiele ich schon. Mhm. Der Rest, ne, kannst du machen, was du willst. Und nicht so, eigentlich gleich die Chaos Space Marine Box aus dem Regal und gleich gekauft. Also das, und seitdem Chaos halt alles mit Stacheln und welche Legion? Und also ich habe angefangen mit der Black Legion, da habe ich auch noch ziemlich viel daheim. Vielleicht starte ich das auch mal auch in Zukunft noch mal wieder neu. Na, wenn da Black Legion dann jetzt gerade, sagen wir seit über 10 Jahren dann schon wieder die Death Guard. Ne? Ah, ja. Death Guard, hat man auch schon ein paar Mal gesehen auf den Seiten, also jetzt auch mit meinem neuen Kill Team. Jetzt habe ich dummerweise, ich finde es ist super geworden, mir gefällt es selber sehr gut, aber dummerweise muss ich jetzt halt auch die anderen Figuren so in dem Standard bemalen. Ne? Ja. Also quasi die komplette Armee, ja. Weil wir hatten so einen, wir machen dann teilweise auch im Büro dann Sachen, die wir dann eventuell auch für das Social Media dann nehmen oder auch einfach nebenher dann. Ne? Ja. Dann sagen wir halt, okay, Killteam, wir haben, 16 Fraktionen, wir wollen jetzt jedes Killteam und dann sagen sie halt zu mir, ja, jetzt ist leider nur noch die Death Guard übrig, weil ich wollte eigentlich mal was anderes machen, Türen liegen, dann sagen sie, ja, Frank, würdest du auch die Death Guard machen? Ich sage, ja, okay. Wenn es sein muss, ne? Ja, wenn es sein muss. Natürlich sieben Miniaturen, ne? Weil heilige Zahl ist Nörgel und so, ne? Ja, klar. Und dann, hast du nicht sogar gewonnen? Ich habe sogar den Wettbewerb gewonnen, ne? Ja, wir wollen jetzt nicht davon geben. Nein. Das war so, wir hatten so einen Funktermin und dann haben wir den aber an dem Tag nicht machen können. Und dann hatte ich noch mal ein ganzes Wochenende Zeit. Da habe ich gesagt, so Jungs, dann bewahre ich jetzt mal nochmal. Nehme ich den noch mit, ne? Dann bewahre ich nochmal 10 Stunden oder länger noch an dem Wochenende. Ja, ich meine, er teilt ja auch seine Ergebnisse. Genau. Und dann auch den Boxwalker, der garantiert keine 2 Nörglings in einem Mantel ist. Ne? Ach, der! Ah. Großartig. Ja. Das musste auch sein. Also eine der besten Conversions. Ja. Das ist ja, danke. Da will ich auch demnächst noch mehr machen. Also Nörglings, die sich als irgendwas anderes verkleiden. Okay. Black Marine, Red Unclean One vielleicht. Das ist noch schon. Nee, so. Nörglinge, also schon so die gleiche Größe, ne? Okay. Aber da bin ich noch nicht so ganz genau sicher, wie ich es mache. Das ist großartig. Ja. Ist, glaube ich, hier auch irgendwo so ein Modell. Ne? Da wohnen die Simulant Wildwoods eigentlich. Da verstecken die sich alle drin. Ich weiß ja auch nicht, wie ich hatte heute noch nicht die noch Zeit. Also die Nörgel-Armee, die hier ist, die ist, hast du gesehen, die Black Mega Drops, gut. Die ist Hammer. Mega gut, ja. Die seht ihr in dem Video, was ihr hier alles sehen könnt. Da standen wir viel zu lange vor. Hoffentlich habt ihr das auch schon aufgenommen. Großartig. Ich war noch am überlegen, wo ich den einmal drunter stelle, dass ich mal eben, aber das kommt ja blöd. Habt ihr die Platte gesehen, den Titan, den zerstörten Titan, da kann man normalerweise in der Warhammer-Welt auch drauf spielen. Also habe ich schon drauf gespielt auf der Platte. Ja. Nice. Ja, mit dem Kollegen dann so, hey, ist die Platte noch frei morgen? Na, normalerweise ist die immer ausgebucht, ne? Immer schon reserviert. Und dann, nee, ist frei. Gut, dann spielen wir mal auf einem Warlord-Titan, der umgefallen ist. Ne? Ja, also haben wir mal schön auf ein Haus draufgelegt. Wenn ihr mal in Nottingham sein sollt, kommt zu Besuch. Und die Ausstellung natürlich. Lohnt sich immer. Die Ausstellung natürlich anschauen. Wenn da schon für Nottingham gerade Werbung macht, wie groß ist das Diorama in dieser Stadt, wo man die Treppe hochgeht? Also du kannst drumherum laufen und es ist tatsächlich, also ich stand da wirklich mehrere, eine halbe Stunde oder so stand ich davor und hab's immer noch da wird praktisch immer der Assassine versteckt. Ne? Achso, unglaublich. Also es sind vier, die haben die vier Assassinen, die Kale Palitus und so weiter. Und die verstecken die dann und dann kann man die suchen auf dem Diorama. Und wenn man sie findet, kriegt man die Assassine dann als Preis geschenkt praktisch und wird verewigt auf der Seite mit dem Namen oder mit dem Schlachtnamen, wie auch immer. Ja. Und ich war letztens habe ich jemanden durchgeführt und dann manchmal, wenn jetzt jemand zu Gast ist bei mir, so, sage ich halt hier, schaut euch das Diorama auf jeden Fall an. Ja. Und da hat jemand die dann gefunden. Und ich habe gesagt, ich hätte die nie gefunden. Das war so wirklich schön. Aber geht. Aber geht ein doch. Großes die Jungs haben dann schon gewusst, wo die sind. Sehr schön. Also die sind groß, ich glaube, es sind 2000 Modell, 1200 Citadel für Building Kits und für über 5000 Miniaturen. Und man, wenn man aufpasst, 1200 Building Kits allein. Das sind 1200 Scenery Kits, also es sind wirklich diese Stadt, also das ist Hammer.
Deswegen sieht das bei uns und, klar. Und es ist immer wieder mal was Neues. Also wenn was Neues rauskommt, dann ist auch immer, da ist immer noch ein Platz frei. Ne? Ja, sehr cool. Ja. Also Challenge accepted, ne? Also Ziele finden. Ordentlich, einfach einen Tag mal einplanen, davor stellen. Ja. Muss man genauer sagen oder kann man einfach zeigen? Und da vorne? Wenn man sagt, wo ist, dann holt man halt einen Mitarbeiter, sagt hier und dann sagt er ja oder nein. Ne? Also wenn man natürlich sagt, hier ist hier, nee, ist hier, nee. Da vorne ist schon klar, ne? Irgendwo. Ja. Okay. Ja, genau. Wunderbar. Also ich habe hier noch stehen, eure Highlights vom Warhammer Fest. Ist ein großer Teil wahrscheinlich die Platte auch mit oben dabei. Das Zeug hat ich wollte auch noch erzählen. Oh, wie pardon, aber natürlich. Ach so, ja. Also, ich bin kein Veteran. Muss ich zugeben, ich war jahrelang in der Computerspielbranche als Community Manager tätig und auch dementsprechend immer am daddeln. Irgendwann kam Stranger Things, Staffel 1, auf Netflix. Und ja, ich habe die Jungs da gesehen, wie sie am Anfang... Demogorgon. Ja. Und das war so der Moment, wo ich auch vor meinem PC saß und dachte, ja, okay, das brauchst du mal wieder. Ja. Das ist mal wieder eine Interaktion mit deinen Freunden, die du ja tagtäglich im Teamspeak sowieso machst, aber das ist, ich habe auf einmal gemerkt, wie sehr mir das fehlt. Und dann habe ich halt geschaut, was es so gibt, und ich war auch schon kurz davor, mir das besagte Spiel, was sie dort spielen, zu holen. Und dann sagte aber mein bester Freund zu mir, na, Moment, schau dir mal Silver Tower, Warhammer Quest. Oh ja. Yeah. Und das war wirklich mein Einstieg. Ich habe es dann direkt am nächsten Tag geholt, weil ich mir der Sache auch so sicher war, auch kein Dungeon Master. Ja. Das war für mein Bedürfnis einfach perfekt. Ja. Und mein Händler, hallo Carsten, sagt zu mir noch, ja, ich sag zu ihm, ich so, Carsten, denk jetzt aber nicht, dass aus mir ein Tabletop-Spieler wird. Tja, und er sagt nur, er grinst mich nur an und sagt, wir sprechen uns in 3 Monaten. Ja. Und tatsächlich war es dann so, dass die letzte Miniatur aus dem Set war bemalt. Und ich bin auch heute noch sehr stolz auf meinen Dark Oath Chieftain, der tatsächlich die erste Miniatur ist, die ich jemals bemalt habe. Okay. Und ich bin da noch immer noch sehr stolz drauf. Also die ist nach wie vor mit eins der Highlights, weil es die erste war. Ich habe da wirklich Wochen. Oh, da müsstest du mal meine erste sehen. Die war wirklich so... Und ich habe gemerkt, wie viel mehr das Hobby gibt. Ich habe gemerkt, okay, das, was du da jetzt machst, ist das wertvollste Hobby, was du jemals betrieben hast. Und ich habe alles gemacht. Ich habe Comics gesammelt über Jahrzehnte. Ich habe eine riesige Comics-Sammlung. Also ich bin auch ein wirklicher Vollblut-Nerd. Ne? Das ist immer gewesen. Auch immer so meine Lebensenergie, meine Lebensfreude draus geschöpft. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, da gibt es noch was, was viel geiler ist als alles, was du jemals gemacht hast. Ich habe jahrelang Online-MMORPGs geschrieben. Ich habe sogar meine Master, also ich bin Soziologe, ich bin Sozialwissenschaftler, habe meinen Master über Motivation von Langzeit- und Vielspielern von MMORPGs geschrieben. Und für mich war das immer so das A und O. Und auf einmal merkte ich, okay, gibt doch noch was, was mir persönlich jetzt zumindest mehr Spaß macht. Und ja, dann war es halt nicht nur beim Bemalen Ende, sondern dann ging es halt immer weiter. Und ich habe gemerkt, das ist mal wieder Welt. Ja, das ist richtig. Also früher hat man in Echtzeitstrategiespielen die Armee angeklickt. Ja. Jetzt haben wir sie vor sich stehen. Ja, man hat es ja auch noch, wenn man Rechner ausmacht. Also genau. Für mich abends mal so noch 5 Minuten vor meinem Schrank zu stehen, noch mal ein bisschen hierzu was zu organisieren und da, gibt mir so viel und das gibt mir so die Ruhe nach einem stressigen Arbeitstag, wo ich dann sagen kann, okay, hier komme ich jetzt gerade runter. Ich bin jetzt auch 38, ich habe 2 Kinder. Ich sag mal, ne, für mich ist es das jetzt einfach. Ich will auch nichts anderes mehr machen. Ich habe einen PC gaming-technisch schon seit Monaten nicht mehr angehabt. Gerade hat eins meiner ehemaligen Favoritenspiele einen großen Release und das interessiert mich überhaupt nicht. Okay, ja. Überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Ja. Und mein PC ist schon seit Monaten kaputt. Und ich nicht. Das ist es. Also, Ich ziehe da wesentlich mehr draus und muss auch sagen, gerade jetzt so, dass das Miteinander spielen ist halt nochmal von der Qualität einfach was anderes, wenn man dir gegenüber sitzt. Auch vom soziologischen Standpunkt, ne, was natürlich so mein Steckenpferd ist, ist es einfach grandios. Ja. Wirklich. Also ich habe auch jetzt das Gefühl, ich war eben ewig Community Manager in der Mischung. Und jetzt, wo ich die Communities habe, die regional greifbar sind, habe ich das erste Mal das Gefühl, wirkliches Community-Management machen zu dürfen. Also das muss man halt auch sagen. Das ist Das ist die kleine Anfeindung, wenn du so
Ultramarine-Spieler, zum Beispiel mein Kollege ist ein Ultramarine-Spieler und ich bin Death Guard-Spieler. Dann so ein bisschen sticheln, das ist auch immer super. Muss man immer machen. Da hast du immer machen. Das Problem, ich bin Zwilling und spiele beide. Das ist noch Zwilling. Ach so, ja. Ich bin auch Zwilling. Ja, das ist keine innere Zerrissenheit. Mortarion, Gulliman. Ich konnte mich auch nie entscheiden. Ich bin immer zweitgleich gefahren. Jedes Mal, wenn ich mir eine Starterbox geholt habe und eigentlich für eine Fraktion hätte entscheiden müssen. Ja, dann ist die zweite auch gut, ne? Immer beide ausgebaut, sind immer beide fertig geworden. Ja. Nee, ich habe dann zu meinem Vater gesagt, hey, ich habe hier so Ultramarines, beziehungsweise Primaris Marines. Ja. Und er so, ja, ich nehme ich gern. Ich habe noch die Death Guard. Ich so, ja, und lass doch mal tauschen. Ja. Das geht dann, ja, auf jeden Fall. Ja. Danke dafür. Jetzt. Ja, sehr gerne. So. Jetzt habe ich voll den roten Faden verloren. Das passiert ich ja nicht. Ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Nee, es ist vollkommen. Ich auch gar nicht, aber ich musste noch kurz meine Stranger Things an. Das ist wunderbar, dass du es mit uns geteilt hast. Es ist auch leider so, es gibt kein einziges Mal, wo die Kamera an ist, wo ich nicht den roten Faden verliere. Ich bin schon relativ froh, dass meine Artikulation auch da ist, wo sie hingehört. zurück zum Warhammer Fest vielleicht kurz. Und zwar, seid ihr zufrieden mit dem, wie es bis jetzt ist? Ja. Sehr. Also ich hab wirklich heute die Creme de la Creme der deutschen organisierten Spieler hier gehabt, morgen geht's weiter. Also aus meiner Sicht kann es nicht viel besser laufen. Mhm. Die Atmosphäre in den Hallen ist super. Mhm. Ich selber habe es leider noch nicht in die Seminare geschafft, da werde ich dann wahrscheinlich über euren Bericht noch am meisten rausziehen. Ja, es ist halt, also für mich als Community Developer ist es wirklich großartig. Ja, also wirklich großartig. War wirklich super, also ich bin auch echt zufrieden, weil ich habe mich hier von Cosplayern umbringen lassen mit Plasmapistolen und Kettenschwertern und alles. Ja. Sehr großartig. Ja, super, also mega gut, echt klasse. Ja, vor allem sieht man sie jetzt nicht nochmal auf einem Foto, sondern in der Gegend rum. Ja. ich habe hier gerade die Kommentare offen, es gibt nämlich eine Person, zumindest bei uns, die unter dem ersten Video war, die komplett unzufrieden ist. Denn ich zitiere aber kurz, so langsam befürchte ich, dass Warhammer nicht mehr Nische und Nerdkultur ist. Wo sind die guten alten Zeiten hin, wo man seine Modelle noch versteckt hat und heimlich den White Dwarf gegeben hat? Also ich muss, dazu kann ich direkt was sagen. Ja. Das, was ich in den 3 Monaten, in denen ich jetzt Unternehmen bin, wirklich feststelle, und das häuft sich immer mehr und der Eindruck wird auch immer stärker. Es soll nicht naiv klingen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sich unser Hobby, was ich eben schon als bestes Hobby der Welt bezeichnet habe, in Richtung Mainstream bewegt. Ich merke immer mehr, wie Leute, die ich für Online-Gamer gehalten habe oder es auch immer noch tue, wie die auf einmal offener dafür werden, aber auch erst jetzt. Das sind jetzt nicht alte Hobbyisten, die zurückkehren, sondern ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein Trend. Und was ich merke, ist, wir schaffen es endlich wieder, jüngere Spieler zu erreichen. Das sehe ich sowohl bei uns im Laden in Düsseldorf, in dem ich regelmäßig bin. Nicht, dass ich so viel Freizeit hätte, aber man trifft sich halt auch immer mal wieder mit Community-Mitgliedern vor Ort. Und da kriege ich schon mit, dass die Demospiele, die gemacht werden, mit immer mehr jüngeren Leuten gemacht werden, was ich persönlich auch sehr begrüße. Ich bin selber Vater, jetzt zwar von 2 Mädchen. Macht ja nichts. Ob die das dann letztendlich mit so viel Herzblut betreiben werden, wie ich das tue, weiß ich nicht, die werden, sollen sich ihre Hobbys selber suchen. Mhm, aber ich merke definitiv, dass so ein Trend geht, ich will nicht sagen weg vom PC hin zum Würfeltisch, aber doch, ich denke, dass es da eine gewisse Tendenz gibt, wie signifikant die jetzt ist. Und ob die jetzt wirklich greifbar und messbar ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch nur ein Eindruck, aber ich bin davon eigentlich fast nicht. Ja, man sieht es ja mit der Entwicklung mit Brettspielen auch. Vor 10 Jahren hat da jemand sich für Brettspiele interessiert. Gab es dann auch nicht so. Nee, genau. Es gab halt die Familienklassiker. Ne? Ja. Das ist heute immer noch die Evergreens wie Monopoly, Risiko und so weiter. Ja. Gibt es auch jetzt bald mit 40k, ne? Ja. Dürfen wir es auch schon sagen? Monopoly? Ja, doch. Wir haben es zumindest auf Englisch gezeigt mit Wer braucht es? Keiner, aber. Und dann kommt der Space Marine um die Ecke. Das ist halt. Ne? Also, ich sag mal so, wir sind nach wie vor, denke ich, Vorreiter, wenn es darum geht, geile Miniaturen zu machen. Mhm. Ohne uns da jetzt zu sehr loben zu wollen, aber ich denke, das ist einfach Fakt. Ja. Und ich denke, dass es uns auch wirklich jetzt mittlerweile relativ einfach fällt, Systeme zu entwickeln, die dann gut ankommen. Wir wissen noch alle, was mit AOS mal war. Mhm. Wir wissen, was jetzt gerade nach dem Release von Star Wars abgeht und es ist unglaublich. Es ist wirklich. Klar, Kill Team ist ja
spielt ja in die Brettspiel-Kategorie mit rein. Ne? Also es ist halt kompakter. Ja. Es hat halt wirklich nicht jeder Spieler diesen Sex. Ja, genau. Wobei ich würde da Shadespire noch vor Kill Team einfach. Shadespire ist sogar noch, brauchst du gar kein Gelände, ne? Hast du hier dann. Ja, klar. Was sagen diese neuen Systeme sind ja, ich sag mal, von der Zielgruppe nicht komplett anders, weil immer noch zwar ganz toll, aber einfach Premium-Minis mit da drin sind. Ja, genau. Aber man kann die komplett, ich guck mal kurz aus dem Bild raus, da vorne steht nämlich unser Glastisch hier rum. Man kann sie auf dem heimischen Tisch ganz entspannt spielen und hat nicht so das Problem, ich brauche eine riesige Fläche und man kann sie ja mittlerweile zeitlich unheimlich spielen. Was für mich halt auch da im Bereich jetzt Community Development und natürlich auch mit Hinblick auf größere teilnehmerstärkere Turniere angeht, ist natürlich jetzt auch gerade Shadespire und Kill Team sehr interessant und sehr attraktiv für mich, weil man halt wirklich mannstarke Turniere veranstalten kann, ohne direkt die Mega-Location haben zu müssen, ohne direkt, ne, das ist halt wirklich einer der Flaschenhälse, die uns momentan in Deutschland daran hindert, die großen Turniere wieder zu beleben, weil so der Anschluss an Veranstaltungsorte ist so ein bisschen abgebrochen, man muss immer gucken, ja, und da soll es halt in Zukunft auch einfach wieder hingehen. Ne? Dass wir ein bisschen uns mehr bündeln, dass wir wissen, okay, ich habe jetzt hier Großraum Frankfurt mit einem Umkreis 50 Kilometer. Das heißt, alle haben ungefähr einen Weg von 25 Kilometern, wo sie sich in der Mitte treffen. In der Mitte ist dann halt die Location, die muss halt gefunden werden. Ja. Da gibt es Erfahrungswerte, Leute wissen, welche Locations vor Ort vorhanden sind. Das wissen Leute aus 25 Kilometern Entfernung eventuell dann nicht. Das heißt, man muss sich halt irgendwie da zusammenschließen. Und ich möchte halt, Baltic Cup in Kiel, bestes Beispiel, ist momentan das einzige Event mit 100 plus Teilnehmern. Die sind bei 130. Und ich finde es zu schade, um es zu akzeptieren. Muss ich das so sagen, wie es ist. Und wenn ich durch meine Expertise, was jetzt so Netzwerkbildung und angeht, da was dran ändern kann, dann werde ich es tun. Ja, also auf jeden Fall. Ja, cool. Es muss wieder die großen Turniere sehen. Ja, genau. Mehr geben, ja. Mehr dann auch von den großen System oder also mehrtägige Events. Ja, natürlich. Ja. Also es soll wieder so werden wie früher dazu, ne, was ich eben schon sagte, so die Spielerschaft, die wir jetzt momentan und gerade unter den organisierten Spielern bedienen, hat wirklich mittlerweile einen gehobenen Altersdurchschnitt. Familienväter am Wochenende fertig vom Job und so weiter und so fort. Das neue Blut kommt jetzt gerade rein durch Shadespire Kill Team AOS. 40K bringt immer neues Blut mit rein. Das ist halt der Evergreen. Ja. Und das ist auch, was ich immer sage, so, wir bieten halt die persistenten Systeme, die, wo man weiß, die werden auch noch in 10 Jahren gespielt werden. Und ja, das ist halt das, wo man halt auch ganz klar sagen muss, da haben wir unsere Stärke. Wir wissen, wie der Hase läuft und wir wissen, wie die ganze Sache funktioniert. Wir haben es jetzt nur in Deutschland einfach zu lange nicht gezeigt. Ja, und da sind wir jetzt gerade wieder einfach dabei zu sagen, hey, wir sind wieder da. Und das sind wir. Jo, wunderbar. Dann sind wir quasi auch schon beim letzten Teil der Fragen. Und zwar merkt man ja einfach, dass ihr die Medien mittlerweile viel mehr nutzt und viel mehr auch da vertreten seid, die Medien viel mehr supportet etc. Macht ihr das, weil es einfach ein Trend ist, der sein muss? Oder weil ihr merkt, wir haben auch mittlerweile da eine Zielgruppe? Also nicht mehr der kleine Kellernasenbär, der alleine für sich sitzen möchte, oder merkt ihr auch... Ja. Klar. Auch wenn das, ist wenn das ein bisschen auch schon beantwortet hat. Aber genau, also wir, unser Team, also ich bin ja in Nottingham ansässig, David ist ja in Düsseldorf und es ist so, in unserem Team in Nottingham ist es jetzt, seitdem ich angefangen habe, ist es auch schon jetzt ziemlich weitergewachsen. Jetzt ist zum Beispiel das White Wolf Team ist bei uns im Warhammer Community Team mit drin und das wird jetzt immer weiter vernetzt. Wir bauen uns auch immer noch weiter aus, also da wird auch jetzt in der nächsten Zeit zwangsläufig sich auf der deutschen Seite, weil ne, wir beide haben jetzt auch dieses Jahr angefangen. Ja. Da wird sich zwangsläufig auch noch mehr tun, natürlich. Ne? Ist klar. Und Community-Arbeit ist für uns essentiell wichtig, einfach. Also, es geht heutzutage nicht mehr ohne. Und wir sind froh, dass da sehr viel bei uns passiert. Und wir arbeiten auf jeden Fall auch weiterhin dran. Das heißt, dich sieht man auch häufiger jetzt dann wieder. Ja, Videos wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Genau. Ja. Ich bin noch gar nicht danken, aber für Malen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so dazu kommen auf vor der Kamera. Ich versuche schon immer, ihn dazu zu bringen, dass er mal ein Video in Deutsch macht. Okay. Peachy, ne? Also, dass er so versucht, es zu sprechen. Aber
Ja, muss vielleicht das mal ein paar Leute ihm Hammer. Schreiben, ne? Das wäre großartig. Der Hammer. Oder ja, stellt sich dahinter das und müssen wir machen. Wir setzen ich weiß, ich würde es aber nicht machen, aber die haben sich immer gedrückt, ja? Ja. Ich so, hey, danke. Oh, das würde ich gerne, aus. Ja. Aber jetzt muss ich es machen, ne? Jetzt habe ich es angekündigt. Ja, ja. Also alle einfach jetzt an Games Workshop schreiben, danken bitte auf Deutsch. Genau. Und Peachy auch noch, weil der will ich. Nein. Den lassen wir nicht außen vor. Ja, grundsätzlich beide, ja. Ja. Da du den jetzt erwähnt hast, das ist ja fast gemein, aber eigentlich gibt es noch eine letzte Frage, die ihr ja als Leute von Games Workshop ja beantworten müsst. Und beantworten können müsst, aber ihr habt ja schon so eine Eselsbrücke gebaut. Mit wie vielen Schichten bemalt man seine Miniatur? Das ist sehr schwierig. Das können wir, dann müssen wir, ich müsste Duncan jetzt anrufen. Ich müsste ihn tatsächlich fragen. Ja. Meinst du jetzt, wie Duncan seine Figuren genau bemalt? Das ist verschieden, also die haben wir auch beide schon wirklich. Ja, ne? Das sind zwei Leute, das sind zwei. Das sind zwei. Wunderbar. Nicht drei, auch nicht einer. Nein, niemals. Zwei. Ja. Zwei dünne. Zwei leider geht der Wortwitz nicht in Deutsch. Mit den Codes. Nee. Two thin codes. Ja, das ist richtig, ja, ja. Insofern muss er gucken beim Übersetzen. Aber das also ich danke, dass wir das mal getroffen haben in Nottingham. Es war tatsächlich für mich so ein. Ja. Ja, also ich. Es war wirklich. Also ich habe ihm auch direkt gedankt, dass es mir persönlich so einfach gemacht hat, so schnell so tief ins Hobby einzutauchen. Ja. Also das muss man danken. Props, thank you. Wunderbar. Mögt ihr noch ein paar letzte Worte haben oder schreibt mir eine Mail. Genau. Wenn ihr was plant. Clubs. Richtig. Zu ihm. Liked. Alles. Like. Was er macht. Und von meiner Seite war's das. Dich kann man für Events anschreiben. Adresse steht unten drunter. Wenn man meint, man hat eine super mega Miniatur, kann man die schicken. Auch ja, gerne. Diorama oder was auch immer. Oder Diorama oder ähnliches. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit hier. Auch danke, dass ihr noch, dass ihr noch jede Menge Arbeit auf dem Warhammer Fest habt jetzt hier. Und danke für die Zeit. Ein bisschen geht er noch. Dementsprechend sagen wir Tschüss von hier vorne aus. Hoffen, dass ihr ein paar nette Einblicke in die Arbeit der beiden bekommen könnt und dass auch die Community dadurch noch ein bisschen größer wachsen kann. Schreibt ganz wild und postet eure Gedanken gerne hier drunter. Und dann mag ich mich verabschieden mit ganz vielen uns und einem immer feinen Walter Mosch.